Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part The Evil Within. Ja, meine Freunde, es geht weiter. Der nächste Part steht an. Wir haben Kapitel 1 überlebt. Da ging schon ziemlich zur Sache. Ja, wir waren in der Klinik und da waren alle tot und alles ist eingestürzt. Wir haben The Day After Tomorrow nacherlebt. Und ja, jetzt sind wir durch mit dem ersten Kapitel. Wir speichern mal kurz das Spiel. Ja, kurz speichern. Gesamte Spielzeit, 32 Minuten. Ja, geil. Kapitel 2, Überreste. Das hört sich natürlich auch gut an, muss ich echt sagen. Na gut. Dann würde ich sagen, nächstes Kapitel, los geht's. Oh, je. Yeah. Verbessere deine Nachladegeschwindigkeit, um Wartezeiten zu verkürzen. Okay. Überreste, das hört sich natürlich an. Wenn du einen rennenden Gegner in den Bein schießt, fällt er zu Boden. Yeah. Das soll er natürlich tun. Ne? Nahkampfangriffe dienen in der ersten Linie der Verteidigung, sollten nur im Notfall benutzt werden. Ach du Scheiße, was war das gerade? Okay, wir nehmen das mal auf. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinden gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Oh je. Yeah. Hey, Gehirne. Ja, Gehirne. Das ist immer gut. Oh Mann. Was ist nur passiert? Wo bin ich? Hallo? Jemand da? Ach du Scheiße. Ey, eine saubere Toilette. Yeah. Boah, ich krieg hier gerade voll Augenkrebs bei den Animationen gerade. Boah. Jemand da? Kakerlaken, ganz viel. Boah, Kakerlaken. Ja, ganz viele. Ja. Hallo? Na? Sind wir wach? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Was ist nur hier los? Was ist hier geschehen? Okay, da muss ich raus. Guck mal, ob ich hier irgendwie rein kann oder so. Da ist keiner. Jetzt gucken wir, ob da hinten noch was ist. Was ist hier passiert? Sind wir wieder in der Klinik? Oder was ist hier noch passiert? Nix, okay. Ach du Scheiße. Hallo? Jemand da? Kann ich in den Spiegel gucken? Nein, gar nichts. Ach du Heilige. Oh je. Was passiert hier nur? Was passiert hier nur? Was zum Teufel geht hier vor? Das will ich auch mal gerne wissen. Wir werden es gleich herausfinden. Hä? Eine Klinik. Ach, dieser Ort Scheiße. Ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Oh nein. Wir sind in der Klinik.
Was geht hier nur vor sich? Ist das alles ein Traum oder ist das alles Realität? Okay. Oh, speichern. So tragt man sich natürlich ein. Gut. Machen wir das mal. Überschreiben wir natürlich. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Und jetzt? Zurück. Eingetragen. Und nu? Hier entlang, bitte. What the hell? Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Riecht wie Medizin. Komme ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Na super. Also wäre ich eher, würde ich schon längst hier abhauen und dann werde ich hier Versuche gestartet, oder? Ach du Scheiße. Es ist alles in Boah. Ordnung. Entspannen Sie Wo kommst sich. Du her auf einmal? Bitte, setzen Sie sich. Brainwash. Jetzt gibt's Brainwash. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Verbessern. Attribute verbessern. Mit grünem Geld kannst du die Parameter Einsatzfertigkeiten verbessern. 100. Okay, dann mache ich das mal. So, sehen Sie schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie denn da? Ich warte auf Sie. Und nun sind wir wieder draußen. Bei dem Unfall. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kapitel 2, Überreste. Da sind wir... Kidman, wo bist du? ...dem Hang hinuntergefallen. Connelly. Sind die jetzt alle hin? Was ist das? Nehmen wir mal. Neuer Gegenstand. Yeah. Spritzenwirkung. Steuerung benutzen. Spritze. Die Herkunft des Medikaments in diesem Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Inventar öffnen. Okay. Drücke Inventar öffnen, ruste Gegenstände aus. Ah, okay. Und dann ausrüsten. Und benutzen. Yay! Jetzt habe ich mich wieder geheilt. Das ist natürlich geil. Wo sind die hin? Sind die alle tot? Wurden die verschleppt? Und wir sind... Hey, da liegt Gehirnmasse. Gehirnmasse. Yay! Gehirnmasse gefunden. Und jetzt durch den dunklen Wald. Und da ist eine Blutspur. Oh, ich freue mich. Oh, ja. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Was... Wo sind sie? Wo sind die alle? Hallo? Jemand hier? Und dann gewittert es auch noch. Was ist da vorne? Was ist da? Nahkampfangriffe. Drei greife Gegner und Gegenstände mit bloßen Händen oder Ding an. Ah, jetzt kann ich hauen. Alter, was war das? Kann ich das kaputt hauen? Nein. Aber ich kann hier das Ding kaputt machen. Und Gehirne einsammeln. Yeah. Was war das? War das Werwolf? Oder? Was war das? Oh je. Oh je. Wohin? Oh, so kann ich rennen. Okay. Müde werden kann ich auch werden. Das ist natürlich noch geiler. Okay, ins Dunkle sollte ich nicht laufen. Boah, dann wird aber schnell ausgepowert. Dann kann ich gar nichts machen. Boah, das ist natürlich mies. So, nur wo lang? Dahinter, wo es hell ist, hä? Da wird sicher gleich was kommen, wenn ich hier
tackeln muss, kaputt hauen muss. Na? Seid ihr das? Nein, nur eine Lampe. Lampe nehmen. Okay, das sieht doch aus wie ein Zombie. Sind wir hier bei The Walking Dead oder so? Dann habe ich so das Gefühl, alle Horror hier zusammen und so, alle Filme. Der frisst was. Eine Waffe, ja, eine Waffe. 6 Schuss. Connelly. Ach du Heilige. Dem geht's nicht mehr gut. Boah! Bist du tot? Jetzt bist du tot. Mein Gott, Connelly. Ach, du Heilige! Was hast du getan? Du Scheiße! Da ist noch Gehirn. Gehirnmasse, ja, geil! So, hauen wir mal kaputt. Nix. Ja. Der hat sein Gehirn gefressen. Okay, hier gibt's einfach gar nichts. Lecko mir. So. Waffe kann ich ausrüsten. Okay, sonst gibt's hier nichts. Nur Waffe. Okay. Ach du Kacke. Dann gehen wir mal weiter. Da wird es noch mehr von den Zombie-Viechern geben. Laterne benutzen. Steuerung einfach mal drücke. Laterne benutzen. Und wo ist die Laterne? Ah, so ist Laterne. Oh nee. Oh nee. Gehirne. Ja! Okay, kann ich hier kaputt schlagen. Problem ist jetzt nur, da ist sogar eine Falle. Tut weh, tut weh. Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus! Verdammt nochmal. Hau doch nicht ab. Fallen entschärfen. Steuerung einfach mal halten und entschärfen. Dann entschärfen wir mal. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Das ist natürlich toll. Und es gibt ja auch noch Fallen. Na super, es wird immer besser. Ich freue mich. Oh. Sprinten. Allein zum Sprinten verbraucht Ausdauer. Das ist natürlich wahr. Bestimmt muss ich gleich von irgendwas wegrennen. Wie hier alles angucken eigentlich. Da ist der nächste Tote. Streichhölzer benutzen. Steuerung Information. Nähere dich einem an Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nahe genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Ach du Heilige. Dann nehmen wir Streichhölzer auf und verbrennen ihn. Oh, was bringt das mir? Das steht ja nicht mal auf, oder wie? Und da ist er verkokelt. Was ist mit dem passiert? Sind das alles jetzt nur noch Zombies oder? Was ist los? Komm ich da hoch? Ja. Sicher ist noch was in der Kiste. Ja, Muni! Geil! Kann ich nachladen irgendwie? Mit Viereck, das ist natürlich praktisch. Oh je. Oh je. Wir sind immer noch erst am Anfang. Sicher.
Hey, ihr blöden Raben. Oh Gott, das ist alles blutig. Da drin ist doch jemand. Hallo? Hey, da war doch gerade jemand. Oh nee. Ich gehe da nicht rein. Nein. Nein. Niemals. Nein. Nein. Okay, ich gehe rein. Wo bin ich? Okay. Ist das jetzt so ein Bastelraum für mich? Nehmen wir mal auf. Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen, Detektiv Sebastian Castellanos. Das klingt gut, hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber Sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann es kaum erwarten, als Detektiv kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerten Uniformen tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Oh ja, Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Okay. Leicht erschrocken. Scheiße. Was ist nun? Was? Okay. Jetzt komme ich wieder in die Klinik wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Was? Schon wieder hier? Ich verliere den Verstand. Was ist hier nur los? Ist es wieder zum Auffrischen, oder? Denk mal ja. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Was los? Du bist müde. Ach, da kann man hier... jetzt verstehe ich. Das ist quasi hier der Speicherpunkt und gleichzeitig auch der Punkt. Natürlich. Für meinen Gedanken hier, um meine Fähigkeiten aufzubessern. Natürlich speichern wir natürlich immer gleich mal hier ein bisschen speichern. Yeah. Yeah, dann würde ich mal aber sagen, das war's mit dem Part für heute mit Devil Within. Nächsten Part schauen wir weiter, was hier nun passiert. Kapitel 2, Überreste. Es geht weiter. Und ja, lasst eine Bewertung da im nächsten Part. Seid ihr hoffentlich wieder dabei. Wir bleiben hier bei der Dame, hier ist schön friedlich. Oder? Madame? Würde man sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.